So, herzlich willkommen in der schnellen Küche. Heute nach dem Intro erst. Also, ich habe schon mal was vorbereitet, und zwar, ich habe für euch einen Pizza-Hefeteig vorbereitet. Das dauert circa 2 Minuten. Ich habe 330 Gramm Dinkelmehl genommen. Dann habe ich Weichweizengrieß genommen, 30 Gramm. Dann habe ich Olivenöl reingetan, könntest du circa 2-3 Esslöffel reintun, 10, nicht ganz 10 Gramm Salz, 8 Gramm Salz. Dann habe ich hier schon mal vorbereitet, geräucherter Metzgerschinken, damit du das gleich siehst. Den habe ich mir selber geschnitten, Metzgersalami habe ich mir geholt, meine gekochten Enteneier, und das gibt heute eine Pizza Rusticale. Dann habe ich zusätzlich gehackte Tomaten. Die habe ich mit frischen Oregano, Thymian und Basilikum gemacht. Und dazu brauchen wir jetzt Knoblauch. So, alles klar. Mehl tun wir mal auf die Seite. Tun wir den Knoblauch da gleich noch mit rein. Salz und Pfeffer, bunter Pfeffer ist auch mit drin. Das könnt ihr alles direkt reintun. Heute passiere ich es nicht. Muss nicht sein. Ich habe nämlich extra gehackte Tomaten heute genommen. Also muss man nicht heute passieren, sonst. Aber was heißt passieren? Ich tue es ja mit dem Zauberstab immer aufrühren, damit es schön fluffig wird. Aber bei gehackten Tomaten machen wir heute mal anders, weil es soll ja Pizza Rusticale werden. Also eine etwas andere Bedeckung. Dann ist auch die Soße ein bisschen anders. So, das könntest du da dann schon mal verrühren. Und dann tun wir gleich den Teig noch ausrollen. Und das sage ich euch dann weiter. So, ich habe gleich noch eine lilane Zwiebel hier. Die schneide ich gleich noch. Ich sage ja, der Pizzateig, der hat 2, 3 Minuten gedauert, das zusammenzustellen. Ich lasse ihn jetzt ein bisschen in der Schüssel ruhen, würde man sagen, so 10 Minuten, dann rolle ich den aus, gebe ihm dann nochmal 20 Minuten, und dann kann man schon die leckeren Zutaten oben drauf tun. Würde ich sagen, in 40 Minuten, 40, 50 Minuten, weil circa 10 bis 15 Minuten braucht die Pizza zum Backen. In der Zeit habt ihr eine super leckere, frisch gemachte Pizza, ganz schnell. Ich habe auch immer Tomaten oder andere Zutaten zu Hause. Was ihr drauf tut, ist eigentlich eure Sache. Aber bei Rusticale habe ich mich dafür entschieden, diese Zutaten drauf zu tun. So, jetzt habe ich alles schon ein bisschen vorbereitet. Gerade eben noch die Zwiebeln geschnitten, habt ihr gesehen. Dann nehmen wir den Pizzateig. Ich möchte heute den nicht auf meinem Lochblech machen, was ich sonst immer mache, sondern ich möchte einfach eine große Pizza. Ich möchte auch keine Blechpizza, sondern eine, die wo einfach unförmig ist. Das verstehe ich unter rustikal. Die darf ruhig andersförmig sein. Hauptsache, sie passt hinterher noch aufs Gitter drauf oder aufs Blech. Am besten ist natürlich, wenn ihr einen Holzofen habt. Da ist natürlich super. Oder auf dem Pizzastein ist das hier auch zu groß. Dann tut sie den lösen im Pizzateig. So. Backpapier hin. Jetzt, komm. Und dann lasst ihr den auf dem Backpapier jetzt nochmal circa 20 Minuten gehen. Tut dann halt ein bisschen anpassen. Ihr könnt ihr natürlich auch in Blechform machen, wie ihr wollt. Ich möchte das heute nicht haben in Blechform. Es ist aber eure Entscheidung. Ich möchte euch nur inspirieren und euch ein paar Ideen zeigen. So, was ich jetzt natürlich nicht da habe, ist Rucola. Der würde natürlich bärig drauf passen. Aber ich habe noch ein paar Pilze und meine Enteneier. Ja, ich glaube, das wird trotzdem ein gutes Ergebnis. Ja, jetzt lasse ich den Teig mal 20 Minuten ruhen. Und dann tun wir es nachher zusammen schnell belegen. Alles klar, viel Spaß weiterhin beim Zuschauen. So, jetzt ist der Teig schön gegangen. Man sieht es, dass er richtig schön
aufgegangen ist, hat die Hälfte auf jeden Fall, also das doppelte Volumen jetzt. Dann tut sie da schnell eure Tomatensoße drauf. Das ist wirklich, ich muss gestehen, Carina holt sich gerne mal eine Tiefkühlpizza. Sie mag auch bloß eine bestimmte Sorte. Aber ich bin kein Freund von Tiefkühlpizza. Tiefkühlpizza habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor 20 Jahren gegessen oder so. Ich möchte mir das selber machen. Bevor ich mir eine Tiefkühlpizza hole, gehe ich vorher noch zum Italiener und hole mir dort eine, wenn er gute Pizza hat. Ansonsten, das geht so schnell und es ist so lecker, überhaupt mit frischen Kräuter drauf, dann, das gibt es gewisse etwas. So, dann tun wir Zwiebeln unten rein. Ihr wisst ja, ich tue gerne den Käse oben drauf. Ich liebe es, den Käse oben drauf zu haben. Ich finde es einfach viel, viel besser. So. Dann tun wir den Schinken da drauf. Dann können wir ein bisschen verteilen. Ich habe natürlich versucht, mit dem Messer so dünn wie möglich zu schneiden. Oh, ist doch fast eine Blechpizza geworden, ne? Eigentlich hatte ich das nicht vor. Aber gut, ist halt dann so. So, dann tue ich noch ein bisschen Salami oben drauf. Habe ich jetzt auch nicht so viel. Was werden das sein? 20 Gramm oder so oder 30? Ich habe dann noch zwei Scheiben Kochschinken gefunden. Dachte ich mir, komm, die tue ich da jetzt auch noch mit drauf. Dann klatsche ich Pilze aus der Dose drauf. Ich wollte schon zuerst meine getrockneten nehmen, aber ja, bin ich nicht so. Das muss dann passen dazu. Ich habe auch Hexenröhrlinge von letzten Jahr noch eingefroren. Aber ja, da muss ich Lust auch drauf haben. Da gibt es dann lieber mal eine Soße. So, okay. Dann schön Eier verteilen. Ich habe mir drei Stück geschnitten. Früher hätte ich mir das nie vorstellen können, dass man Eier auf Pizza drauf tut. Da hätte ich mir gedacht, boah, nee, bleib mir weg mit sowas. Überhaupt, wenn die da einfach ein Ei draufgeschlagen haben. Aber da gibt es ja viele Fans davon, die das echt lieben. Eier auf Pizza drauf, das finde ich echt krass. Ach ja, meine Eier gleich geschnitten, dass die alle gleich dick sind, habe ich hier damit. Viele kennen das als Mozzarella-Schneider. Ich nehme das auch zum Eierschneiden. Ich finde das genauso gut. Ich tue jetzt noch ein bisschen Kräutersalz obendrauf auf die Eier. Und noch ein bisschen Pfeffer oben drüber. Schadet nie. Pfeffer ist immer gut. So, dann tun wir geriebenen Käse drauf. Das ist Emmentaler, soll ja auch schön knackig, rustikal werden. Also das darf ruhig dann ein würzigerer Käse sein, der was euch halt beliebt. So, nehmen wir alles. Ich liebe es obendrauf Käse, dann wird der schön knusprig. Ich liebe knusprigen Käse. So, dann habe ich hier noch getrocknete italienische Kräuter. Davon tun wir auch noch was drauf. Perfekt, und dann geht es in den Ofen rein. Also ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch wieder eine leckere Anregung geben können, wie man mit Zutaten schön jonglieren kann und richtig kreativ umgehen. Und dann hoffe ich, dass ich euch bald wieder im nächsten Video sehe. Alles klar, viel Spaß beim Zuschauen weiterhin und lasst mir euer Abo und klingelt die Glocke. Ne? War doch so. Alles klar. Und ja, wir sehen uns wieder. Okay, ciao.